habe, die sich hier in einer Linie bewegen, dann mache ich das üblicherweise mit Vorzeichen und bei Winkeln mache ich es üblicherweise mit Vektoren. Und das erkläre ich jetzt hier. Also in dem Fall habe ich jetzt Kräfte hier, da, so. Also hier habe ich 40, nee, 400 Newton, das sieht schon kräftig, 300 Newton. Und das mache ich jetzt mit Vorzeichen. Minus 300 Newton und hier auch minus 300 Newton, weil alles ja in einer Linie ist, aber verschiedene Richtungen. Und dann sehe ich, der rechte Teil gewinnt, also die resultierende Kraft ist dann plus 100 Newton und die gewinnen, das bewegt sich. Also nochmal, das ist so eine Richtung und dann geht's, dann kann ich, wenn ich noch eine Richtung habe, kann ich mit dem Vorzeichen alles ausdrücken. Anders ist es, wenn ich jetzt hier so Winkel habe. In dem Fall arbeite ich mit Vektoren. Also jetzt ist F2, das ist dieses F2 mit dem Pfeil ist der Vektor. Und der Betrag von dem Vektor, der kann jetzt gleich 300 Newton sein. Ja, und der Betrag von diesem F1-Vektor kann 200 Newton sein. Aber was passiert, das weiß ich nicht. Also das, wenn die gegeneinander ziehen, das habe ich da oben erklärt, ja, so, also wenn, hier habe ich jetzt kleinere Kräfte, ja, aber wenn die gegeneinander ziehen, dann ist 3 und 4 1, wenn sie in eine Richtung ziehen, dann ist 3 und 4 7 und wenn die irgendwelche Winkel haben, dann muss man sich's anschauen, in diesem speziellen Fall wäre bei rechten Winkel 3 und 4, wären dann, das wäre die betragte Summe, wären 5 Newton. Genau, und bei Vektoren mache ich eben die Vektoraddition und das ist die Diagonale im Parallelogramm. Und dann kann ich mir eben Betrag von F1 plus F2 anschauen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Beim rechten Winkel vielleicht Pythagoras oder Zeichnen und so weiter.